Hi everybody, Mikey G hier am Mike und willkommen zurück zu Flame of the Rebellion. Das letzte Mal wurden wir hier ganz schön in ein Chaos-Szenario reingeworfen. Wir müssen immer noch Überlebende suchen und retten und zum Bahnübergang bringen. Das gestaltet sich allerdings etwas schwieriger als gesagt, denn nun ja, wir haben bis jetzt erst nur den Fahrer gefunden und alles andere, was wir über den Weg hier jetzt vorgefunden haben, war Tod und Verderben oder imperiale Truppen, die gar nicht mal so schwach sind. Leute, ich habe jedes Mal Schiss bei so einem Kampf, dass es eigentlich nicht mehr allzu lange dauert. Oh, da müssen wir helfen. Was ist da los? Mama, mach auf, bitte. Oh nein. Was soll ich hier tun? Hey, Kleines, nun... Lass mich in Ruhe! Verdammt, ich kann sie nicht hier lassen. Hör zu, Kleines, du musst mit mir kommen. Ich bring dich in Sicherheit. Hoffe ich jedenfalls. Mama. Deine Mutter wäre doch bestimmt sehr traurig, wenn dir etwas passieren würde, nicht wahr? Also komm schon. Oh, okay. Okay, jetzt haben wir zumindest noch jemanden. Du nimmst das kleine Mädchen mit dir. Ich sollte jeglichem Ärger aus dem Weg gehen. Sie würde einen Kampf nicht überleben. Mann, Leute, in jedem anderen RPG hat man so ziemlich bisschen bessere Karten, aber hier mache ich mir echt Sorgen gerade, ganz ehrlich. So, vielleicht finden wir noch irgendjemand. Lebt der noch? Nein. Das können nicht alle gewesen sein. Es muss weitere Überlebende geben, da bin ich sicher. Okay, suchen wir noch etwas weiter. Wahrscheinlich haben wir ein paar Häusereingänge übersehen. Und finden... Oh, das sind noch mehr Truppen. Aber ich fürchte, dass wir genau da rein müssen. Wie sieht's eigentlich gerade aus? 7 HP, ich muss mich heilen. Okay, Leute. Auf in den Kampf. Weißt du, wir sollten so... Oh, es sind 3 Stück! Da ist noch einer, tötet ihn! Scheiße! Oh, ich habe nicht mal eine Chance wegzurennen. Sturmsoldat? Oh, das ist gar nicht gut. Beten? Das kleine Mädchen? Ach, geh in Deckung. Oh, Leute. Moment, was? Oh, der Pfarrer ist tot. Nicht gut. Nicht gut. Einer weniger? Das war ja klar. Oh, Mann. Okay, das können wir noch hinkriegen, Leute. Wow, das war knapp. Wieso haben die mehr Initiative als ich? Das ist eine Sauerei. Komm schon. Und noch einmal. Ah, sehr gut. Jetzt bist du dran. Risiko. Yes. Oh, Leute. 4 Erfahrungspunkte erlangt. Deines Rundwasser erhalten. Oh. Leute. So dachte ich eigentlich nicht, dass das passiert. Oh Mann, dieses Spiel macht keine halben Sachen, so wie es aussieht. Shit. Das war eigentlich absolut nicht das, was ich wollte. Fire Snake. Das ist Franz. Er hat mich in der Schule immer terrorisiert. Er war in einer Straßengang und hat mich von manchen Schülern Geld erpresst. Ich dachte immer, dass ich mir über den Tod, seinen Tod freuen würde, aber jetzt, wo er tot ist... Fire Snake, warte mal. Leute, so wollte ich das eigentlich nicht, dass es passiert. Shit, ich wusste gar nicht. Ich wusste gar nicht, dass es passieren kann. Also, nee, Leute, nee. So spielen wir das nicht. Ich gehe nochmal zurück, den ganzen Weg. Und versuche, die Leute wirklich zu retten. Auch wenn wir jetzt noch ein bisschen... mehr aufholen müssen, aber Leute, das können wir doch nicht machen. Na gut, ich muss zugeben, das war auch ziemlich fahrlässig von mir. Aber hey, wo ganz im Ehrlich, sonst hat man irgendwo immer einen Phoenix down und dann geht's auch schon weiter, aber so... Leute, das habe ich jetzt ganz schön umgehauen. Okay, schauen wir mal weiter. Da oben gab's Gummistiefel, die wir vermutlich wohl überbrauchen werden. Aber wisst ihr was, Leute, ich mache einen Schnelldurchlauf und wir treffen uns gleich da oben wieder, in Hoffnung, dass ich das Ganze geschafft habe. Und go! D
Leave me alone! Leave me alone! Ah, verdammt. Leute, ich bin schon wieder gestorben. Und nochmal, weil es so schön war. That is shit. That is shit. Oh Gott. Wenn er nicht so langsam wäre. Ah, so Leute, und da sind wir jetzt auch schon wieder. Ich bin jetzt in der Zwischenzeit auch einmal draufgegangen wieder. Also diese Wachen, die wissen echt, was Sache ist. So, jetzt sind wir das kleine Mädchen, aber ganz schön. Oh nein, was soll ich tun? Hey Kleines, komm mit, schnell. Lass mich ruhig, verdammt, ich will dich nicht anders kommen. Lass mich jedenfalls. Okay, ich würde einfach sagen, Leute, wir gehen jetzt einfach zum Bahnübergang, weil ich habe auch jetzt gerade eben beim nochmal durchschauen keine wirkliche Möglichkeit gefunden, wo noch Leute sein könnten, ohne dass ich mich übelst in Gefahr wieder begebe, dass meine beiden Mitstreiter ist gut, das Ganze überleben werden. Deswegen gehen wir jetzt einfach zu Frank und schauen mal, wie es weitergeht. Meine Fresse, ey. Das kann nicht die einzigen gewesen sein, ja. Aber wir gehen trotzdem zum Treffpunkt. Ich sollte mich beeilen. Frank wartet bestimmt. Hey, da ist ja Frank. Er hat auch ein paar gefunden. Roland, du lebst noch. Gut. Ein Mann mehr. Hör zu. Wir gehen hier in Stellung und halten die Schweine auf. Wie bitte? Bist du wahnsinnig? Wir haben doch keine Chance. Spätestens wenn die mit Panzern hier aufkreuzt, sind wir erledigt. Jemand hat mir gerade erzählt, dass wir vor ein paar Minuten 3 Transporter gelandet sind und Panzer eingeladen haben. Scheinbar werden die woanders gebraucht. Das heißt, wir haben eine reelle Chance. Es ist trotzdem Wahnsinn. Es sind einfach zu viele. Wir müssen hier weg. Verdammt. Roland, wir haben keine Wahl. In der Innenstadt liegen Hunderte von Verletzten, die nicht mal stehen, geschweige denn weglaufen können. Sollen wir die etwa zurücklassen? Talk about it. Also, okay, hier ist der Plan. Diesseits der Bahnschienen haben wir nicht mehr viel zu befürchten. Unseres Wissens nach gibt's hier nur noch vereinzelte Truppen. Die können wir relativ leicht abwehren. Das Problem ist, dass auf der anderen Seite noch verdammt viele sind. Wir haben hier eine größere Gruppe von Menschen getroffen, die nicht bereit sind, einfach so aufzugeben und wegzulaufen. Wir haben zwar Barrikaden gebaut und einige Sperrfeuer gelegt, so dass sie nur hier durch können. Daraus ergibt sich aber ein neues Problem. Wir haben nicht genug Feuerkraft für diesen Ansturm. Roland, nimm diesen Schlüssel und geh damit zum Bahnhof. Eröffne ein Schließfach mit der Nummer 256. Darin findest du Taschen, die du mitbringen musst. Wieso? Was ist denn da drin? Frag nicht lang, mach schnell. Es kann jeden Moment losgehen. Okay, ich bin schon unterwegs. Schließfachschlüssel erhalten. Okay, Leute. Roland ist schon von den Socken und wir schauen jetzt einfach mal, was in diesem Schließfach auf uns wartet. Vermutlich Waffen. Lass mich bloß in Ruhe. Dich kann ich jetzt gar nicht brauchen. Lass mich doch in Ruhe. Die lassen doch wirklich nicht locker. Das ist echt mies. Ich weiß auch gar nicht, ob mir das... noch mehr. Verdammte Scheibenhonig. Okay, Leute. Es ist nur einer. Den kriegen wir Platz. Oh, komm schon. Die sind immer noch stärker als wir. Das ist der absolute Hammer. Okay, 10. 4. Komm schon. Oh Mann, und schnell weiter. 2 Erfahrungen. Hat nichts dabei. Oh Mann. Ey, ich wollte gerade ins Menü rein. Verdammter Mist. Wir müssen kommen. Ey, also das war gerade unfair. Ich wollte ins Menü. Und schnell weiter. Ah, sehr schön, er wird zurückgestoßen.
Oh, Leute, also wirklich, dieses Game ist echt nervenaufreibend. Und so einen langen Korridor mit noch mehr Waffen. Oh, bitte, bitte, bitte. Ah, verdammt. Okay. Das kriegen wir hin. Es ist nur einer. Auch wenn sie stärker sind als wir, das kriegen wir hin. Leute, wir müssen es zum Bahnhof schaffen. Die zählen auf uns. Das ging jetzt überraschend schnell. Okay, schnell weiter. Hat nichts dabei. Hm, ich könnte noch ein weiteres. Wohin? Nach oben. Okay. Fire Snakes. Fire Snakes. Gott sei Dank, hier können wir speichern. Leute, ganz im Ernst, dieses Game, das macht mich völlig fertig. 2, 3, 5. Das ist es nicht. Oh, Leute, was war nochmal das Schließfach? 2, 5. Ich glaube, 2, 5, 6. 2, 5, 6. Das muss es sein. Da ist ja die Tasche. Oh, ziemlich schwer. Okay, Leute. Sieh an. Es hat aufgehört zu regnen. Okay, Leute, wir speichern jetzt nochmal zwischen. Ein bisschen extra. Ich habe ein bisschen Schiss hier um das Ganze. Okay, Leute, ich bin mir nicht sicher, wie viel Zeit jetzt vergangen ist, auch mit dem Vorspulen. Aber ich mache jetzt mal eine kleine Pause. Und ja, Leute, remember, everybody, rock your life. Cheerio. Was für ein Quatsch. So, Leute, ich würde sagen, wir machen einfach weiter, weil mir gerade aufgefallen ist, wir sind ja noch... Ja, wir haben noch ganz schön viel Zeit, eigentlich zu überbrücken. Okay, haben gespeichert. So, dann versuchen wir es jetzt mal zurückzuschaffen zu Frank und den anderen. Na, da geht's nicht weiter. Also müssen wir den Weg komplett wieder zurücklaufen. Und ich fürchte, dass immer noch... Wow! Verdammt, noch einer! Oh nein, Kampfmecher. Shit. Beschädigter Hunter greift an. Haben wir das überhaupt hinbekommen? Oh, Leute. Leute, Leute, Leute. Der ist ganz schön stark, der Kerl. Wir ziehen dem Kerl kaum was ab. Oh, boy. Und er ist auch noch schneller als wir. Oh, boy. Und ich weiß nicht, ob wir das hinkriegen. Ich habe nämlich nicht gemerkt, wie viel AP der jetzt hat. Ah, Gott sei Dank. Okay. Das war ganz schön heftig. Und er hat natürlich nichts dabei. Okay, Leute, gehen wir zurück. Versuchen es, dorthin zu schaffen. Okay, da liegt die Leiche von dem Kerl, den wir gerade eben noch platt gemacht haben. Aber ich fürchte, uns wird gleich der andere entgegenkommen, der hier noch rumliegt. Gefällt mir gar nicht. Gefällt mir überhaupt nicht. Obwohl, wo ist er? Taucht nicht auf. Vielleicht haben wir Glück, Leute. Ah, ich habe mein großes Maul. Aber du wirst es nicht kriegen. Niemals. Ach, Gott sei Dank. So, Leute, ich speichere jetzt nochmal. Frank, Frank, hier sind wir. Frank, 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 Frank. Ganz schön viele Leute. Sind da mehr dazugekommen? Frank. Du hast die Tasche. Sehr gut. Hilf mir dabei zusammenbauen. Frank, öffne die Tasche. Oh mein Gott, ist das ein Maschinengewehr? Yep. Hat ein Kumpel von mir aus der Kaserne geklaut. Ich war eigentlich nur hergeschickt worden, um es zurückzuholen, als die Sache rauskam. Hoffen wir, dass es uns was nutzen wird. Okay, Tony wird das MG bedienen. Horst, sie liefern Munition. Jens, Roland und ich geben euch Deckung. Norbert, Ernst, Hermann, sie sichern die Barrikaden nördlich vom Bahnübergang. Passt auf, dass da keiner durchkommt. Lisa, Mike, Tim, macht das gleiche im Süden. Tina und Timo, ganz viel Tee, sind als Sanitäter eingeteilt und haben ihre Anweisung. Der Rest von ihnen hält sich bereit einzuspringen, sollte irgendwo ein Mann ausfallen. Alles klar? Dann los! Jawohl, Sir! Oh, ganz schön durchgeplant. Warte mal, Frank. Du hast mich einfach hier eingeteilt, ohne mich zu fragen. Ich kann nicht kämpfen. Ich bin doch kein Soldat. Roland, keiner außer mir und Tony ist hier Soldat. Aber wir können nicht alleine diese Stellungen halten. Es geht nicht anders. Und du kannst kämpfen.
Ich hab dich gesehen und du hast den Hunter als du den Hunter bekämpft hast. Deswegen will ich dich an meiner Seite haben. Okay, du hast recht. Ich werde mein Bestes geben. Ha, so wollte ich das hören. Okay, los geht's. Und Leute, ist das MG bereit? Jawohl, Sir. Da kommen sie. Ja, Leute, und diesen Kampf werden wir in der nächsten Folge dann zu Ende bringen. Hoffen wir mal, dass das Ganze gut gehen wird. Remember, everybody, rock your life. Cheerio.